Ja, hallo und herzlich willkommen zurück hier bei U-Boot mit mir, dem Deadhead. Und ich hoffe, ihr hattet viel Spaß bei der letzten Folge und seid genauso gespannt wie ich auf die jetzige Folge, die große Flucht Teil 2. Und wie ihr sehen könnt, wir waren ja beim letzten Mal so ungefähr auf der Mitte der Hälfte und waren ja gerade dabei zwischen den patrouillierenden Booten hier hinten, dem hier vorne, das wir tatsächlich sehen. Und diesem Schraubengeräusch, was ein Schiff sein soll, aber ein ziemlich großes Schiff anscheinend, oder beziehungsweise lautes Schiff, weil der Kreis so groß ist, eben hier unsere Elektromotor, unsere Batteriekapazität und Sauerstoff aufzuladen und die Tanks wieder aufzupumpen. Und wir machen weiter. Ich finde das Ganze sehr cool tatsächlich. Oh. Ja, hallo Anker. Moin. Und bin mal gespannt. Nach dieser Mission werde ich tatsächlich, wenn wir es schaffen, zum Hafen zurückzukommen, werden wir die Leute auf einen Fronturlaub schicken. Aus dem einfachen Grund, um die Moralschäden, also die beiden zu beseitigen. Er pumpt sich hier fleißig einen ab. Ich finde es auch ganz cool, dass man hier so, ups, dass man hier so seitlich reingucken kann. Wir müssen halt schauen. Wir sind relativ langsam unterwegs. Der ist schon außer Reichweite. Und wir werden dann auch jetzt gleich, sobald das hier einigermaßen läuft, wären wir wieder auf, boah, mindestens 20 Meter, würde ich sagen, gehen. Dort können wir nicht geortet werden und juckeln dann hier eben raus. Das Ding scheint echt langsam zu sein. Mich würde interessieren, was das ist. Seerohrtiefe gehen. Shit drop, ich will es nicht riskieren. Wechseln auf E-Motor. Wir wissen ja nicht genau, was es ist und wo es ist. Gut, die Moral pusht sich jetzt nach oben, das ist schön. Die Luft geht natürlich runter, das ist nicht so. Ja, Schiffsschrauben, 16 Kilometer. Wir werden es einfach ausprobieren müssen. Was anderes hilft ja nicht. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Gebiet verlassen. Ah, hinter uns haben wir auch noch. Oh, nö, nö, nö. Oh, wir müssen wieder auf unseren Sauerstoff achten. Legen Sie den Kurs an. Ei, ei, Herr Kaloy. Gehen wir mal so. Haben wir ja volle Fahrt, äußerste Kraft voraus. Schneller, schneller! Siehst du, jetzt wollte ich ja gerade nochmal ausprobieren. Wir haben ja beim letzten Mal, habe ich ja mit großer Begeisterung herausgefunden, wofür dieses kleine tolle Gerät zuständig ist. Das wollen wir jetzt natürlich auch gleich mal ausnutzen. Ich hoffe, es schmeckt. Er macht aus Konservenbrot Suppe. Ich weiß jetzt nicht, wie geil ich das finden würde, aber ist okay. Genau. Und er ist bei 100%. Alles klar. Das heißt, wenn man einmal durchlüftet, wenn der Schweißgeruch und die Anstrengung entweicht ist, kann man hier auch das Ding neu benutzen. Also, wie tief war es hier? 30.
Gut, im Notfall können wir also abtauchen. Schaltet der sich dann automatisch aus? Nein, tut er nicht. Dann mach das bitte. Wo ist er? Ah, es stratzt hier gerade durchs U-Boot. Kann ruhig übrigens einen Schritt schneller sein. Wir gucken weiter. Wenn wir den Kurs hier halten, bleiben wir immer über 30, unter 30 Meter. Ja. Wir machen tatsächlich die hinten ein bisschen Sorgen. Die holen nämlich auf. Na gut, 16 Kilometer Radius drumherum. Das Ding kann auch irgendwo hier hinten fahren. Oder hier. Weiß jetzt nicht, wie geil ich das finden soll. Bisschen weiter auf den Sauerstoff achten. Moral ist zum Glück oben. Nimm mir das nicht üben, Kurbelle, aber steh wieder auf. Ich möchte ja einfach nur raus. Die holen nämlich auf. Mich würde halt wirklich interessieren, was das ist, aber 2 Stunden haben wir noch Batterie, 30 Minuten noch Sauerstoff. So, wo haben wir denn da? Kann ich irgendwo eine Taschenlampe anmachen eigentlich? Tap. Tap. Alles klar. Cool. So. Taschenlampe. Ei, ei, Herr Kaloy. Ja, moin. Rechte Maustaste, Aktionsmenü, öffnen, ah, okay. Alt, Benutzeroberfläche, diese Routine bringt mich um. Jeden Tag das Gleiche. Da haben wir nur eine Stunde. Ventilator, minus 12. Da halt von weg. Und das machen wir jetzt auch mal. Posten verlassen. Dass du immer ins Bett gehst. Furchtbar. Gucken wir mal gerade. Ganz kurz. Gameplay, Grafik, Steuerung, Tastatur. Wähle Charakter. Nein. Hier zur Ego-Ansicht. F1. Okay. Orbit und Sektions ist auch okay. Vorwärts, rechts, blind, Fernglas, Taschenlampe. F! F! Damit können wir praktisch nichts anfangen, weil hier ist ja Licht drin. Gut. Gut zu wissen. Gehe mir außer Sonne. Ist alles in Ordnung? Sehr schön. Hallo? Habe ich nicht gerade die Tür zugemacht? Frechheit.
Immer diese unhöflichen Matrosen. So, schauen wir mal, schauen wir mal. Wie gesagt, wir müssen echt hier auf die Stromversorgung achten. Vielleicht, ich teste jetzt nur mal was. Wenn wir jetzt auftauchen, ich wollte gerade sagen auftauen. Wir haben den Hyopai an den Motorstationen nicht bemannt. Ne, das ist okay. Wechseln auf Dieselmotor. Und wir geben hier Vollgas. Schaffen wir dann mehr? Ja. Schaffen wir es dann, denen wegzufahren? Och, du Dude. Dein Ernst? Ist das da drüben die Küstenpatrouille, die wir vorhin abgehängt haben? Wäre halt mal interessant zu wissen, ne? Ich meine ja nur, es ist... Schornsteinrauch entdeckt. Wir kriegen fürs Rauch im Himmel erkennen, kriegen wir Geld. So soll das sein. So, wenn du möchtest, kannst du schlafen gehen. Du kümmerst dich mit zwei Leuten um den Motor. Torpedos sind gerade tatsächlich nicht so priorisiert. So. Gucken mal. Am meisten Schiss habe ich tatsächlich vor Flugzeugen, die jetzt noch kommen könnten. Er bleibt stehen. Und du fährst dann nach oben weg. Das wäre ganz toll. Oder zurück. Zurück ist auch okay. Ich möchte hier nur raus. Fortbewegungsmodus. Oh. Nice. So, und wir gehen jetzt gleich hier auf Koordinaten setzen. Bestätigt. Auf Abflötenkurs. Das heißt hier lang. Sehr wohl, Herr Kaloy. Machen uns dann auf den Weg zurück in unseren Heimathafen. Sehr wohl, Herr Kaloy. Einem sehr großen Umweg. Ich will nicht durch den Ärmelkanal fahren. Da ist mir zu viel Luftpost unterwegs. Oh. Oh, das war knapp. Sichtkontakt, kleine Gruppe. Gesehen wurde ich nicht. Es ist schon wieder hell. Bestimmt mit den Leuten nicht. Was hat er denn gesehen? Was hast du gesehen? Und damit ist uns die Flucht gelungen, würde ich jetzt einfach mal behaupten. Wir sind aus dem Cave raus. Ja, sehr schön. Jetzt heißt es Reise, Reise. Oh oh, Kondensstreifen ist ein Flugzeug. Das dürfte uns aber nicht weiter stören. So, Keule, geh du mal schlafen. Du bleibst da weiter stehen. Das ist okay, das bin ich. Der macht gerne Überstunden. Aber, dort den Elektrokompressor bitte einmal einschalten. Damit, falls wir dann doch abtauchen müssen. Oh, es wird neblig. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Zumindest für unsere Entdeckungschance. Andere zu entdecken wird natürlich auch bescheiden. Da fällt mir gerade ein. Keule, wir haben was ganz Wichtiges vergessen. Wir können jetzt wieder zeigen, von wo wir kommen. Da. Zack. Sehr schön. So, und dann gehst du bitte wieder hier dran und alles ist gut.
Gut, dann. Ich habe mir tatsächlich den letzten Akt schwieriger vorgestellt. Aber wir könnten uns diese Fahrt hier sparen und hier oben. Geht das? Bestätigen. Sehr schön. Kurs auf diese Ist ja Koordinaten kein setzen. Schummeln. Ist ja im Prinzip Eieiei, nur, ich möchte euch die lange Fahrt um Dings ersparen. Allerdings möchte ich jetzt mal sehen. What the heck? Stand da nicht irgendwas von wegen Nahrung und so? Na gut. Egal, wir sind im Fortbewegungsmodus, wir sind hier oben. Auf geht's. Auf geht's. Und dann bin ich tatsächlich mal gespannt, was uns diese Mission bringt, weil es war ja war Stufe 2 oder Stufe 3 Mission? Ich glaube Stufe 2. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es eine 1 war. Für 1 ist es vielleicht doch ein bisschen heftig. Aber es war auf jeden Fall sehr, sehr schön. Also die Mission an sich fand ich mega gut. Tatsächlich. Ich weiß jetzt nicht, wie geil sowas ist, wenn man ja zu übervorsichtig ist. Und wir haben noch was Interessantes gelernt. Wir wissen jetzt, dass wir länger unter Wasser bleiben können. Was ja schon mal ganz cool ist. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Ja, bleib mal da so in der Mitte. Dann kann ich nämlich länger diesen Legen Fortbewegungsmodus Sie den Kurs nutzen. an. Kann ich doch nicht. Verdammt! Ich finde halt, das ist noch ein bisschen ärgerlich, dass man halt nicht einfach sagen kann, hier, Hafen, ja, ich will da sowieso hin, hier passiert mir nichts. Fortbewegungsmodus ist okay. Ich würde sagen, wir machen hier einen kurzen Cut und ich schalte euch wieder zu, wenn wir im Hafen liegen, okay? So, und da sind wir wieder und wie ihr sehen könnt, laufen wir jetzt im wunderschönen Bergen gerade ein. Und ich bin mal gespannt. Oh, upsa. Ich bin mal gespannt, was jetzt so bei uns dafür rumkommt. Wir haben eine ganze Menge gemacht tatsächlich. So grob einlaufen reicht, hoffe ich. Hallo? Ja, reicht. Sehr, sehr schön. Und ja, dann werden wir mal Lucky Lucky machen. Was uns der Gute so alles mitteilt. Leitender Der BDU Offizier. wird viel über ihre letzte Patrouille reden. Gute Arbeit. Nice. So. Wir kriegen den Peter Wagner als Befehlshaber dazu. Wir haben optional die Mission. Warum ist das eigentlich alles so groß? Ich weiß es nicht. Wir haben die Mission leider nicht bei Nacht abgeschlossen. Und wir haben halt die Befehle neu bekommen. Gerade, warte mal, auf Wiedersehen. Den machen wir mal zu und dann quatschen wir nochmal mit dem. Der BDU hat viel über ihre letzte Patrouille geredet. Hier Gute scheint was Arbeit. schiefgelaufen zu sein. Na gut. Möchtest du mir jetzt erzählen, wir haben praktisch nichts an Erfahrung dazu gekriegt? Finde ich jetzt persönlich gerade ein bisschen schade. Was brauchst du, Herr Kaloy? Ich möchte mein Boot aufrüsten. Kann ich die Motoren aufrüsten? Nein. Aber wir haben immer noch rotes Licht an. Ich Schau möchte. mal. Ja, ich schaue. Ersatzteile, Ausrüstung, uninteressant. Lebensmittel. Weil die haben so lange von den Brotkonserven gegessen. Haben wir Käse? Käse. Käse geht immer. So, und dann haben wir noch Platz für. Das Rindfleisch und Treibstoff nehmen wir natürlich auch immer gerne mit. Torpedos haben wir ja glücklicherweise keine verschossen. Haben damit dann immer noch die Tech 3 Torpedos. Dann packen wir den rüber und den nochmal rüber. Kann ja Leben retten. Aber ich sehe ein Problem. Diese Filter fehlen.
Das heißt, wir machen jetzt erstmal hier auf Wiedersehen. Der BDU wird viel über ihre letzte Patrouille reden. Gute Arbeit. Dann hatte ich ja gesagt, wir schicken sie auf Landurlaub. Geizig diesmal auch nicht. Sie kommen dahin, um die ganzen Schäden hier. Das U-Boot ist leer. Ich wollte gerade sagen, die sind alle weg. So. Und dann lassen wir das Ganze mal auf... Ah, halt, stopp. Kann ich nochmal ins Hauptquartier? Nee, kann ich nicht. Schade. Ich dachte, wir könnten vielleicht... Verdammt. Ich wollte erst forschen. Gut, lassen wir sie auf dem Urlaub zurück. Die Zeit verstreichen, meine ich. 10 Tage sind ja immer noch... Lager. Was brauchst du, Herr Kaloy? Schau mal. Das ist gut. Ausrüstung, Lebensmittel. Nutzen wir die Tage und bomben uns hier so richtig schön mit Lebensmitteln voll. Müssen wir uns auch keine Gedanken machen, dass uns zwischendurch irgendwann das Essen ausgeht, ne? Ich brauche aber diese komischen Filter. Warum der leitende Offizier nicht da ist, finde ich ein bisschen schade. Ich würde gern forschen. Ich habe jetzt einen Befehlshaber, das heißt, wir haben neue Möglichkeiten. Dort etwas zu erforschen. So. Der BDU hat viel über ihre letzte Patrouille geredet. Gute Arbeit. Zum Hauptquartier. Zack. Und dann Militärvorräte. Nein, ich würde gerne... Was haben wir hier? Ausrüstungsproduktion. Da... Das möchte ich gerne machen. Peter Wagner. Zack. Akzeptieren. Verlassen. Hätte ich das vorher gemacht, wäre ich damit jetzt fertig. So ein Bums aber auch. Was brauchst du, Herr Kaloy? Dieselmotor, nein. Batterien hatte ich schon aufgerüstet, ne? Ja. Toiletten hatte ich auch schon aufgerüstet. Er ist fleißig am Kochen. Die sind ja wieder alle da. Hab ich irgendwas vergessen? Ah, da. GHG ist... nicht. Toiletten... war drin. Das haben die immer noch. Wie kriege ich das weg? Weiß ich nicht. Auf Wiedersehen. 19 Stunden. Oh, besser als nichts, ne? So, und dann gucken der wir uns jetzt die neuen Aufträge über an. Ihre letzte Patrouille reden. Dies sind die heutigen Aufträge aus der BDU. Nur für deine Augen. Portmouth? Das kommt mir nicht nur so vor, ne? Das ist alles zu groß. Das nervt mich gerade. AC, das ist da oben. Das ist mir zu weit weg. AM. Sinken die feindliche Handelsschiffe, es folgen möglicherweise weitere. Hier können wir das ruhig mal machen. Hier ist ja wenigstens was los. Kriegen wir 20.000 für und 100% auf die Anerkennungsmarke. Schon wieder so eine Spionagemission. Ich weiß nicht. Ich würde ja sagen, wir haben da jetzt Übung drin, aber... Hier würden wir nochmal einen Befehlshaber kriegen, aber ich nehme lieber die, dann kann ich mir nämlich diese Freihafengeschichte aussuchen. Weil hier haben wir nichts dazu gekriegt. Finde ich ein bisschen schade, weil ich meine, wir haben ja relativ viel geleistet, aber... Man kann ja alles haben im Leben. Alles haben im Leben. Entschuldigung. Gibt da so einen Frosch im Hals, der... Möchte das so nicht so. Zack und zack. Käse. Fleisch. Was ist denn jetzt kaputt? Telegramm. Wir liegen doch noch im Hafen. Was stimmt denn nicht mit dir?
der Dauerbefehl, ja, geh weg. Wir haben Informationen, dass das Frachtschiff sein. Wichtige Technologie. Es muss um jeden Preis versenkt werden. Wir liegen noch im Hafen. Liebesspiel. Liebesspiel. Ich bin ja wirklich ein sehr großer Freund von dir. Aber so langsam wirst du mir ein bisschen komisch. Dann laufen wir mal aus. Schneller, schneller! Nein, wir wollen nach da. Ich weiß nicht, wo du hin möchtest, aber ich möchte nach da. So, und dann nutzen wir doch einfach die, ja, nee, ist klar. Nutzen wir doch einfach hier die Westansteuerung. Bestätigen. Kurs auf diese Koordinaten setzen. Und springen hier hin, damit das mit der Mission einigermaßen schnell geht. Weil eigentlich, habe ich ja mal gesagt, immer so eine halbe Stunde. Das würde ich eigentlich auch gerne einhalten. Aber dann machen wir hier einfach eine Pause. Letztes Mal war ein bisschen länger, machen wir das Video ein bisschen kürzer, damit der Durchschnitt einigermaßen stimmt. Ich hoffe, ihr fandet die Hafenmission, also die Cardiff-Mission, genauso gut wie ich. Und ich bin unglaublich froh, dass wir das geschafft haben, da wieder rauszukommen. Ich habe es auf jeden Fall sehr genossen. In der nächsten Folge gehen wir dann auf die Jagd des Transportschiffs, dessen Namen ich gerade schon wieder vergessen habe. Sunset Park. Stimmt das? Ja, Sunset Park. Und dann werden wir mal gucken, was bei diesem schönen Schiff als Eskorte mit dabei ist. Und dann nutzen wir auch endlich mal unsere kämpferischen Fähigkeiten. Aber bis dato wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Reingehauen.